Grüezi. Für manche einen ist es ja schon ein Zustand von guter Laune, wenn er nur jedem Zweiten aufs Maul hauen will. Skandal. Beim Schmied wird zu Mittag gegessen. Das ganze Haus ist versammelt und auch Sievert wird etwas zu essen angeboten. Aber er hat schon gegessen und dankt. Sie wussten, dass er um diese Zeit kommen werde. Sie hätten auch die kleine Weile auf ihn warten können. In Selandra hätte man das getan, aber hier tat man es nicht. Ach nein, du bist es jedenfalls besser gewöhnt, sagt die Frau des Schmiedes. Hast du in der Kirche etwas Neues erfahren? Fragt der Schmied, obgleich er selbst in der Kirche gewesen ist. Als Jensine und die kleine Rebecca auf dem Wagen sitzen, sagt die Schmiedfrau zu ihrer Tochter, »Ja, ja, Jensine, lass es nun nicht zu lange anstehen, bis du wieder nach Hause kommst. Das kann man auf zwei Arten verstehen«, dachte Sievert, aber er mischte sich nicht in die Sache. Wäre die Rede ein klein wenig bestimmter gewesen, so hätte er vielleicht Antwort gegeben. Er runzelt die Stirn und wartet. »Nein, nichts mehr.« Sie fahren heimwärts und die kleine Rebecca ist die Einzige, die etwas zu plaudern hat. Sie ist erfüllt von dem Erlebnis ihres Kirchgangs, von dem Geistlichen in seinem schwarzen Talar mit dem silbernen Kreuz, von dem Lichterglanz und dem Orgelschall. Nach einer langen Weile sagt Jensine, das mit Barbro ist eine Schande. Was hat deine Mutter damit gemeint, dass du bald wieder nach Hause kommen solltest, fragt Sievert. Was sie damit meinte, willst du uns verlassen? Einmal muss ich ja doch wieder nach Hause, sagt sie. Prrr, ruft Sievert und hält das Pferd an. Soll ich jetzt gleich wieder mit dir umdrehen? Fragt er. Jensine sieht ihn an. Er ist blass wie der Tod. Nein, erwidert sie, und gleich darauf fängt sie an zu weinen. Die kleine Rebecca sieht erstaunt von einem zum anderen. Ach, die kleine Rebecca war sehr nützlich auf einer solchen Fahrt. Sie ergriff Partei für Jensine, streichelte sie und brachte sie wieder dazu, dass sie lächelte. Und als die kleine Rebecca ihrem Bruder drohte, sie werde vom Wagen sprengen und sich einen Stecken für ihn suchen, da musste auch Sievert lächeln. Aber nun muss ich fragen, was du gemeint hast, sagt Jensine. Sievert antwortet ohne Bedenken. Ich meinte, dass wir, wenn du uns verlassen wolltest, eben sehen müssten, ohne dich fertig zu werden. Lange Zeit darauf sagte Jensine, jawohl, die Leopoldine ist ja nun erwachsen und kann meine Arbeit tun. Es wurde eine wehmütige Heimfahrt. Siebtens. Ein Mann geht übers Ödland hinauf. Es stürmt und regnet. Die Herbstregen haben begonnen. Aber darum kümmert sich dieser Mann nicht. Er sieht froh aus und ist es auch. Es ist Axelström. Er kommt vom Verhör, wo er freigesprochen worden ist. Und er ist froh. Erstens stehen eine Mähmaschine und ein Reolpflug für ihn drunten am Landungsplatz. Und zweitens ist er freigesprochen. Er hat nicht geholfen, ein Kind zu ermorden. So kann es gehen. Aber was für schwere Stunden hat er durchgemacht. Als er da stand und Zeugnis ablegte, hatte dieser sich in täglicher Arbeit abmühende Mann die schwerste Arbeit seines Lebens vor sich gehabt. Er hatte keinen Nutzen davon, Barbros Schuld zu vergrößern. Deshalb nahm er sich in Acht, ja, nicht zu viel zu sagen. Ja, er sagte nicht einmal alles, was er wusste. Jedes Wort musste aus ihm herausgefragt werden. Und meistens antwortete er mit Ja und Nein. War das nicht genug? Sollte die Sache noch größer gemacht werden, als sie schon war? Ach, es sah häufig aus, als ob es ernst werden wollte. Die hohe Obrigkeit war gar so schwarz gekleidet und gefährlich. Mit wenigen Worten hätte sie alles zum Schlimmsten wenden und ihn vielleicht gar verurteilen können. Aber es waren nette Leute. Sie wollten keinen Untergang nicht. Seinen Untergang nicht. Und außerdem traf es sich auch noch so, dass mächtige Kräfte in Tätigkeit waren, um Barbro zu retten, und das gereichte auch ihm zum Nutzen. Was in aller Welt konnte ihm nun noch geschehen? Barbro selbst konnte doch wohl nicht auf den Gedanken kommen, Aussagen zu machen, die ihren gewesenen Hausherren und Liebsten belastet hätten. Er war im Besitz eines gar zu furchtbaren Wissens, sowohl um diese wie um jede frühere Kindsangelegenheit. So dumm war Barbro nicht. Oh, und sie war schlau genug. Sie lobte Axel und sagte, er habe nicht das Geringste von ihrer Niederkunft gewusst, bis alles vorüber gewesen sei. Er sei ziemlich eigen und sie stimmten nicht überein, aber er sei ein stiller Mann und ein ausgezeichneter Mensch. Nein,
Da ist ja ein neues Grab gegraben und ein ausgezeichneter Mensch, nein, also, dass er ein neues Grab gegraben und die Leiche hineingetan habe, das sei viel später geschehen. Und zwar nur deshalb, weil er meinte, das erste Grab sei nicht trocken genug. Das sei es übrigens doch gewesen. Nur sei Axel eben gar so eigen. Was konnte Axel geschehen, wenn Barbro so die ganze Schuld auf sich nahm? Und für Barbro selbst waren sehr mächtige Kräfte in Bewegung. Die Frau Lenzmann-Heyerdahl war in Bewegung. Sie ging zu hoch und nieder und schonte sich keineswegs. Sie verlangte, als Zeugin verhört zu werden und hielt vor Gericht eine große Rede. Als sie an die Reihe kam, stand sie vor dem Schranken als recht vornehme Dame. Sie erfasste die Frage des Kindsmordes in ihrer ganzen Breite und hielt dem Gericht eine Vorlesung. Man hätte meinen können, sie habe sich die Erlaubnis dazu im Voraus erwirkt. Man konnte von der Frau Lenzmann denken, was man wollte, aber reden halten konnte sie und gelehrt in Politik und allen sozialen Fragen war sie. Es war nur ein Wunder, wo sie alle die Worte hernahm. Ab und zu hat es den Anschein, als wolle der Vorsitzende versuchen, sie zu veranlassen, etwas mehr zur Sache zu kommen, aber er hatte augenscheinlich nicht das Herz, sie zu unterbrechen und so ließ er sie weiterreden. Und zum Schluss forderte sie einige brauchbare Erklärungen zutage und machte dem Gericht einen aufsehenerregenden Vorschlag. Von rechtstechnischen Weiterläufigkeiten abgesehen ging die Geschichte zu wie folgt. Wir Frauen, sagte die Frau Lenzmann, wir sind die unglückliche und unterdrückte Hälfte der Menschheit. Die Männer machen die Gesetze, wir Frauen haben keinen Einfluss darauf. Aber kann sich nun etwa ein Mann hineinversetzen in das, was es für eine Frau heißt, ein Kind zu gebären? Hat er ihre Angst gefühlt? Hat er die unsäglichen Schmerzen gefühlt und hat er ihre Wehengeschreie ausgestoßen? In dem Fall hier ist ein Dienstmädchen, das ein Kind geboren hat. Sie ist unverheiratet. Sie muss also die ganze Zeit ihrer Schwangerschaft über ihren Zustand zu verbergen suchen. Warum muss sie ihn verbergen? Der Vorurteile der menschlichen Gesellschaft wegen. Diese Gesellschaft verachtet die Ledige, die ein Kind unter dem Herzen trägt. Sie beschützt sie nicht allein, nicht, nein, sie verfolgt sie auch noch mit Schande und Verachtung. Aber ist das nicht haarsträubend? Jawohl, und jeder Mensch mit einem Herz im Leibe muss sich darüber empören. Das Mädchen muss nicht nur noch ein Kind gebären, was an sich schon schlimm genug wäre, nein, es soll auch noch dafür als Verbrecherin gebrandmarkt werden. Ich kann nur sagen, für dieses Mädchen hier auf der Anklagebank war es ein Glück, dass ihr Kind durch einen unglücklichen Zufall im Bach zur Welt kam und sofort ersticken musste. Es war ein Glück für sie und für das Kind. Solange die Gesellschaft so ist wie jetzt, müsste eine ledige Mutter straffrei ausgehen und wenn sie auch ihr Kind absichtlich umbringt. Hier lässt der Vorsitzende ein schwaches Murren hören. Oder jedenfalls dürfte sie nur unbedeutend bestraft werden, sagte die Frau Lenzmann. Selbstverständlich sind wir alle darüber einig, dass das Leben des Kindes erhalten bleiben muss, sagt sie, aber sollte denn von allen Gesetzen der Menschlichkeit gar kein einziges auch für die unglückliche Mutter gelten? Stellen Sie sich doch einmal vor, was sie alles während der Schwangerschaft durchgemacht hat, welche Qualen sie erduldet hat, um ihren Zustand zu verbergen und wie sie keinen Ausweg mehr wusste, weder für sich selbst noch für das Kind. Da rein kann sich überhaupt kein Mensch versetzen, sagte sie. Das Kind stirbt jedenfalls eines wohlgemeinten Todes. Die Mutter wünscht weder sich selbst noch diesem lieben Kind etwas so Böses, dass es leben soll. Die Schande ist ihr schwer zu ertragen und indessen reift der Plan in ihr, das Kind zu töten. Sie gebiert sie im Geheimen und 24 Stunden lang ist sie so von Sinnen, dass sie bei der Tat unzurechnungsfähig ist. Sie hat sozusagen gar nicht wirklich verübt, so von Sinnen ist sie. Während ihr noch von der Niederkunft jeder Knochen und jeder Muskel im Leibe wehtut, muss sie das Kind umbringen und die Leiche wegschaffen. Stellen Sie sich einmal die Willensanspannung vor, die zu dieser Arbeit gehört. Aber natürlich wünschen wir alle, dass die Kinder am Leben bleiben. Und es ist schwer zu beklagen, dass das Leben von einigen ausgelöscht wird. Aber das ist einzig und allein die Schuld der menschlichen Gesellschaft. Dieser hoffnungslosen, unbarmherzigen, verleumderischen, verfolgungswütigen, boshaften Gesellschaft, die allzeit auf der Welt wacht, um die ledige Mutter mit allen Mitteln zu erdrosseln.